Privet. Ja, Snovia Rabodiu. Ich habe wieder Arbeit, Freunde, freue mich richtig. Ich bin aber nur richtig fertig. Man brennt Kniescheibe, brennt jeder Muskel. Aber bin froh, dass ich wieder Brot und Arbeit komme. Ich habe vor ein paar Tagen Fast and Furious 3 angeguckt. Ja, und der ist richtig gut. Tokyo Drifting nennt sich das, Fast and Furious 3. Ja, und der war mega. Ja. Die Hauptrolle hat wieder jemand anders. Aber die Action-Szene ist geil, die Story ist geil und da ist alles drin. Auch Martial Arts Action spielt in Japan, in Tokio. Und das ist ein Jugendlicher, der aus von jeder Schule rausfliegt, weil er mal Scheiße baut. Ja, kommt einem bekannt vor. Und er hat immer so Rennermächter und sonstiges, was halt in den Schulen nicht gern gesehen ist. Und dann fliegt er immer raus. Und dann hat er wieder so ein Rennerkit gegen so einen Brutz und da ging es heiß zur Sache, also Spoiler-Alarm. Aber ich erzähle die Geschichte halt immer so, wenn ihr den Film dann noch nicht gesehen, wenn ihr dann anguckt, dass ihr nicht schon alle verratet habt. Natürlich kommt er dann, gibt es eine Problematik, er wird von der Schule verwiesen und dann heißt entweder, sein Vater ist getrennt von seiner Mutter, also von seiner Mutter. Und der ist ein Scheidungskind, der Vater lebt in Tokio, die Mutter lebt halt in Amerika. Und dann heißt immer wieder, Gott nach Tokio ändert sich, ja, oder muss in der Jugendknast. Also wenn es in Tokio jetzt nicht klappt, dann muss in der Jugendknast, weil ein Verkehrsrowdy ist. Und dann kommt er nach Japan, Tokio, wo er sich dann natürlich integrieren muss. Die noch ganz andere Qualität an Rennen hin, wo er dann wieder so in der Rennszene ist und dann mit der japanische Mafia zum Tor hat, ja, mit der Yakuza, ja, und das Handy patcht an der Wand und da halt immer mehr hineinschlittert in die Szene und natürlich nur durchs Rennen nicht anders wieder rauskommt, sieht irgendwann seinen Vater auch ein und hilft ihm, der Rest verrate nicht. Wenn dieses kommt auch vor, ganz beim Schluss, ganz kurz, hat mir auch frei, dass er vorkommt, schnelle Autos, schöne Frauen, ja, und Wahnsinn Story, Wahnsinn Action mit Autostunts, auch Martial Arts kommt drin vor, ja, gute Story, ja, die Frau hätte in meinen Augen noch leichter begleitet sein können, sind sie ja in die andere Fast and Furious eigentlich immer, aber ist trotzdem ein guter Film, Fast and Furious 3 und kriegt dafür Herzle, ja, perfekte Story, perfekte Schauspieler, perfekt Action, Martial Arts und Auto Action, perfekte Landschaft. Ja. Fast and Furious 3 hat alles, was der Film hat begehrt und kriegt jetzt von mir ein Herzle. Ja. Fast and Furious 3. Super Film, hat mir gefallen.